Und da sind wir schon wieder zu einem Unboxing. Ich denke, viel Vorlauf muss ich nicht geben. Man sieht, wo ich bestellt habe. Und ihr werdet eh gleich sehen, was ich bestellt habe. Heißt wieder, wo macht man das am besten auf? Ist eine ganz komische Verpackung, ganz ehrlich. Ich denke, hier ist die beste Stelle. Hui. Ach, hier wäre sogar eine Aufreißlasche gewesen, oder? Ja, super. Da, seht ihr das? Ich hätte nicht mal schneiden müssen. Und, oh Wunder, wenn man die letzten paar Videos von mir gesehen hat. Schon wieder so eine Box. Langsam nimmt's überhand. Man sieht, Mickey Mouse, March of the Zombies and the Tomorrow Wars. Das klingt dystopisch. So sieht's unausgepackt aus. Einmal Mickey mit einem Morsegerät und einmal eine böse guckende Minnie. Beide in schon einem recht modernen Aussehen. Wenn man auf die Nummern guckt, es ist 8 und 7. Also auch schon nicht mehr die frühen Jahre, sondern schon die etwas späteren Jahre von Mickey Mouse, von Floyd. So sieht das Ganze von hinten aus. Das würde ich schon sagen, sind Kriegszeiten-Comics. Jetzt ohne die Jahreszahlen zu kennen. Aber wenn man das sich so anschaut, der Ordner sieht auch noch gut aus, im Gegensatz zu dem das letzte Mal. Ne? Wir erinnern uns. Warte, hier könnt ihr nochmal den Ordner genau sehen. Was eh ist bei diesen Ordnern, die sind immer so ein bisschen eingedrückt, weil die Bücher einfach nicht ganz so fett sind wie die Ordner. Und da haben wir Buch Nummer 1. Mir gefällt diese, ich sag jetzt mal Senffarbe. Das hat was, so leicht golden. Ah, so viel zu der Frage, aus welcher Zeit die Comics stammen. Das ist ganz klar Kriegszeit. It's World War II. Und das heißt, wir haben hier so ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, Propagandamaterial. Ich weiß nicht, inwieweit, also Disney musste ja auf jeden Fall in den Cartoons musste Disney ja Propagandamaterial machen. Ich weiß nicht, inwieweit es sich auch auf die Comics ausgelegen hatte, aber wenn man das hier so sieht, könnte man das schon vermuten, dass es hier nicht anders war in den Comics. Und somit haben wir hier auch Material, was man heute sich wahrscheinlich so gar nicht mehr geben kann, ohne Kontext. 1942, harte Zeiten. Ich weiß nicht, wann ist Amerika eingetreten in den Krieg. Ich glaube, auch erst so 42, 43 oder so. Also, und hier erlebt man das scheinbar einmal live mit. Ich schaue noch ganz kurz hinten rein. Hinten ist auch noch ein bisschen was, wie die letzten Male auch. Hier ist sogar mal ein farblicher Cartoon mit drin. Also Cartoon ist Quatsch, Comic. Wieder ein bisschen Galerie, ein bisschen Leute, die man kennen soll oder so. The War Orphans. Hier geht's um Kriegsweisen. Und dann blättern wir jetzt auch einmal ganz schnell durch. Ja, hier ist Mickey auf jeden Fall irgendwie im Krieg gewesen oder so, wenn ich das gerade richtig gesehen hatte. Viel mit Goofy. Und da war auch gerade Nazi auf jeden Fall zu sehen. Ja, hier muss man was dazu sagen. Werde ich mir auf jeden Fall alles ordentlich durchlesen. Vielleicht gibt es irgendwann mal auch ein Video drüber. Wir werden es sehen.
aber das sind, ich sage jetzt mal, wirklich interessante Jahrgänge oder ja, doch, es sind interessante Jahrgänge, gerade um sich mit denen auseinanderzusetzen. Die sind vielleicht von der Geschichtenqualität nicht so gut, das kann ich aber noch nicht beurteilen, aber auf jeden Fall von der historischen Qualität, also Qualität ist auch Quatsch, vom historischen Wert sind sie auf jeden Fall weit oben, hätte ich gesagt. Einfach, weil man auch mal sieht, wie in den Medien damals mit dem Thema umgegangen wurde. Da war gerade Atömchen kurz zu sehen. Dann von vorne nochmal reingucken. Hier ist natürlich auch wieder... Okay. 44, also kurz vor Kriegsende sind wir hier. Dann war das Thema wahrscheinlich auch schon, ich sag jetzt mal, durch. Es hatte was von Pirate Gold gerade. Hier gibt es ein bisschen Zukunftsgeblubber. Roboterhunde. Komische Leute. Kleine Zwerge. Billy the Mouse. Klingt nach Western. Yep, Mickey im Wilden Westen. Was soll man sagen? Ich bin definitiv gespannt auf diese beiden Bücher, weil sie halt zu Kriegszeiten raus sind. Ich denke, mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen. Irgendwann mal werde ich wahrscheinlich über diese Bücher nochmal berichten. Bis dahin. Ciao.